Es war morgens um 6:30 und ich schlief noch und mein Mann kommt die Treppe hoch. Es hat offensichtlich geklingelt, das hatte ich nur so im Traum mitgekriegt. Mein Mann kommt die Treppe hoch, nennt dich bei meinem vollen Namen und sagt: Friederike, die Polizei ist hier. Und ein herzliches Willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht wieder Jascha. Ich darf dich herzlich zu dieser Episode begrüßen und ich melde mich heute tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte des Set und Setting Podcasts aus Deutschland zu dir. Tatsächlich bin ich hier gerade in Mannheim bei einem guten Freund, bei Moreno Sugaro, der war hier auch mal auf dem Podcast. Und ja, genieße die Zeit in der Heimat. Die letzten Monate waren Isabel und ich ja in Portugal. Und ja, bevor wir jetzt nach Mexiko gehen, dachte ich mir, schaue ich doch mal zu Hause vorbei, was die Familie, was die guten Freunde hier so machen. Und ja, deswegen ist auch was ganz Besonderes für mich, jetzt hier gerade in Deutschland zu sein. Aber jetzt in 2-3 Tagen geht es dann auch wieder weiter nach Mexiko über den Winter. Und von dort wird die psychedelische Renaissance weiter angetrieben. Und damit machen wir auch heute direkt weiter, nämlich mit der guten Dr. Friederike Meckel-Fischer. Dieses Gespräch ist wirklich, also es ist eines der besten Podcast-Gespräche, das wir bisher hier auf dem Podcast hatten. Unglaublich. Ich garantiere dir, das Gespräch wird dich umhauen. Sowas hast du noch nicht erlebt. So eine Geschichte, so ein Wissen und so eine unfassbare Erfahrung, die Friederike da mit mir geteilt hat. Ich möchte dich vorwarnen, bei diesem Podcast gab es einige technische Schwierigkeiten. Ab und zu war das Mikrofon weg von Friederike, das jetzt nicht so oft passiert. Da haben wir einfach nachvertont, nur dass du Bescheid weißt. Und jetzt erzähle ich dir einfach mal was zu Friederike. Wer ist die Dame denn? Sie ist Jahrgang 1947, ist also schon eine Weile hier dabei, war aber überhaupt nicht Teil der Hippie-Bewegung, wie das jetzt vielleicht vermuten lässt. Sie hat schnell geheiratet, Kinder gekriegt, aber von Hippie-Bewegung hatte sie nichts mitbekommen. Und Psychedelika hatte sie erst mit 45 Jahren als Medium zur Selbsterkenntnis erkannt. Sie war damals in einer Lebenskrise und ist dann über einen Professor aus ihrer Studienzeit zu einer Breathwork-Session gekommen. Und kurz danach war sie auf einmal in einer Gruppentherapiesitzung mit MDMA, das war so 1988. Und seitdem ist sie ja im psychedelischen Sektor aktiv, hat da sehr viel Selbstexperimente gemacht und hat dann, sie ist ja Doktorin und ausgebildete ärztliche Psychotherapeutin, diese Substanzen verwendet, um ihren Patienten weiterzuhelfen und hat dort wirklich die psycholytische Therapie mitgeformt und entwickelt tatsächlich. Sie hat auch ein Buch geschrieben, darüber sprechen wir auch in diesem Podcast. Und sie hat dann tatsächlich über mehrere Jahre im Untergrund Menschen mit MDMA, 2CB und LSD behandelt. Aber dann, eines Morgens, stand plötzlich die Polizei vor ihrer Haustür. Und da möchte ich jetzt mal gar nicht so viel dazu sagen, denn sie berichtet innerhalb dieses Gespräches, ohne irgendwas zu verstecken, was zu verschweigen, ganz genau, was denn alles passiert ist, wie das dann zu Ende ging und was für bleibende Eindrücke das bei ihr hinterlassen hat. Wirklich, ich kann dir sagen, dieses Gespräch, unglaublich, unglaublich. Ich muss es mir auf jeden Fall auch direkt nochmal reinziehen, weil da ist wirklich Value drin für jedermann. Jeder, der sich irgendwie für die Psychedelik interessiert, sollte dieses Gespräch nicht verpassen. Aber jetzt möchte ich hier mal nicht so viel drumherum labern. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und ich präsentiere dir hier Dr. Friederike Meckel-Fischer. Los geht's. Dann wäre das Erste, was mich jetzt interessiert, Friederike, Psychedelika und du. War es Liebe auf den ersten Blick? Ja, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich war ja schon ziemlich alt. Ich war ja schon fast 45 so rum. Mhm. Obwohl ich 1947 geboren bin und man eigentlich meinen sollte, ich wäre ganz früh schon so in diese Hippie-Bewegung gekommen. Da war nichts, da habe ich ganz schnell geheiratet, Kinder gekriegt und habe von alledem gar nichts mitgekriegt. Und deshalb, wie ich dann später dazu kam, habe ich das, sagen wir mal, nicht als Berauschung, sondern wirklich als ein Medium zur Erkenntnis angesehen und erkannt. Wie bist du da rangekommen? Also, wie war die Geschichte so? Ich mache sie sehr kurz, weil sonst könnte ich jetzt 2 Stunden darüber erzählen. Also ich hatte aus einem mir auch nachträglich nicht wirklich bekannten Grund eine richtige Lebenskrise. In den Zeiten war das nicht üblich, dass man dann zum
Psychiater ging oder zum Psychotherapeuten. Man ging da nur hin, wenn man spann. Und das tat ich nicht. Und da wandte ich mich an einen alten Professor von mir, den ich an der Uni sehr schätzen gelernt hatte. Und der guckte mich groß an und sagte, weißt du was, leg dich mal da auf die Liege und setzte mir Kopfhörer auf, drehte Musik auf und sagte, du musst jetzt ganz tief und fest immer zu atmen. Holotropes Atmen war das nicht, aber es war sowas. Und ich geriet sofort in einen geänderten Bewusstseinszustand und tat das dann mehrere Male und kam so auf erste Gedanken, die noch nicht sortiert waren, konnte ich auch nicht wirklich deuten. Aber ich wusste, ich muss in einen anderen Zustand kommen, da oben in meiner Birne. Mhm. Und dieser Professor sagte dann irgendwann zu mir, hast du deinen Facharzt gemacht? Nee, sag ich, in einem halben Jahr. Sagte, okay, in einem halben Jahr kommst du wieder. Wenn du den hast, sonst machst du den nicht. Und dann kannst du mal mitkommen, wo ich hingehe. Okay. Ich habe nicht gefragt, nichts, weil es war mir sowieso alles egal. Und der nahm mich mit zu einer Gruppe, die war ungefähr 60 Mann stark, wenn nicht mehr, in einem großen Raum. Und dann gab es da MDMA. Und das war 1988. Mhm. Ich hatte von nichts eine Ahnung, aber wirklich von nichts. Mhm. Und die hatten auch nicht die große Ahnung. Man konnte nämlich zum Beispiel wählen, wie viel man wollte. Ich habe mal mit einer kleinen Dosis angefangen. War das damals noch legal? Nein. Mhm. Das wurde ja 86. Also das war dann so in den Anfängen der Illegalität. Und es war auch überhaupt nicht bekannt. Ich meine, wir hatten kein Internet, kein nichts. Es war total konspirativ. Und da nahm ich dann, also ich denke mal, dass ich, es war ein super gutes Zeug. ich war 8 Stunden unterwegs und sah als allererstes mein Hauptthema, das mich offensichtlich in diese Zustände gebracht hatte, nämlich meinen toten Vater. Und das hat mich von den Schuhen gerissen, muss ich wirklich sagen. Ich habe plötzlich begriffen, dass das der Weg ist. Nicht, dass da irgendeine Lösung war. Ja, und dann bin ich da nochmal hingegangen und dann flog die Gruppe auf. Irgendjemand hatte da irgendjemanden verpfiffen. Ist auch eine große Gruppe, ne? Wahnsinns große Gruppe, aber gut gemacht. Ich meine, Set und Setting hatten wir alle ja noch nicht so drauf. Das kam ja erst alle. Und dann war da eine Pause und dann lernte ich Stan Groff auch über diesen Professor kennen und habe dann erstmal eine Ausbildung in holotropem Atmen gemacht. Das dauerte 3 Jahre, da bin ich dann immer in die Staaten gefahren. Gab es ein Gespräch zwischen dem Stan und dem zukünftigen Facilitator und da sagte er zu mir, you should go on with psychedelics. Ich von psychedelics, das war das Einzige, was ich kannte. Ich wusste auch gar nicht, wie das weitergehen sollte. Und ich habe das dann auch irgendwie so gelassen. Und dann, die Gruppe gab es ja nicht mehr, den Zugang hatte ich sonst auch nicht. Und dann gab ich ein Seminar in holotropem Atmen und da zeigte mir einer ein Buch, das Buch Ins Herz der Dinge lauschen. Ich habe das gelesen und dann habe ich in Solothurn angerufen, wo ich dann den Autor treffen könnte. Und dann traf ich den Herrn, weil ich nämlich gehört hatte, der macht eine Ausbildung. Und dann habe ich den so lange genervt mit monatlichen Postkärtchen, ob ich denn jetzt in die nächste Ausbildungsgruppe käme. Und da bin ich dann reingekommen. Und auch mein damals noch zukünftiger zweiter Mann. Für was dann war das eine Ausbildung? Also wie hieß die? Also es hieß Ausbildung, es war aber in dem Sinne keine. Es war eigentlich eine Selbsterfahrungsgruppe und es hieß Ausbildung in psycholytischer Therapie. Also das war damals auch schon so richtig bekannt, psycholytische Therapie. Nein, das war, also die Schweizerische Ärztegesellschaft für psycholytische Therapie, die war ja schon, die existierte. Und diese Ausbildung, die gab einer der Mitbegründer. Mhm. Und das waren eigentlich 12 Selbsterfahrungswochenenden. Mhm. Also von Therapie, was ich unter Therapie verstehe, weit entfernt. Es war einfach ein Kennenlernen von Substanzen. Wir haben zu ebenfalls 50 Mann auf Stühlen gesessen, 6 bis 8 Stunden, und mussten einfach stille sein, ja. Aber ich wusste damals, das ist mein Ding, dass ich damit arbeiten würde, war immer noch nicht in meinem Kopf. Aber ich habe ganz viel erkannt und bin mir so auf die Schliche gekommen.
Dir selbst. Ich bin mir selbst auf die Schliche gekommen, ja. Ja. Und ich habe dann eben im Laufe dieser Zeit, ich bin ja auch Psychotherapeutin, habe ich einfach erkannt, dass alles das, was ich vorher gemacht hatte, außer dem holotropen Atmen, mich zu nichts gebracht hatte. Mhm. Ich hatte es wirklich erfolgreich geschafft, in den 3 Jahren Analyse und Gruppenanalyse nichts von mir preiszugeben und nichts von mir preisgeben zu können. Und plötzlich entdeckte ich mein ganzes inneres Durcheinander. Mhm. Aber das heißt, dein initiales Interesse an diesen erweiterten Bewusstseinszuständen galt vor allem der Selbstheilung und nicht jetzt, wie kann ich das an andere weitergeben? Auf jeden Fall. Nur, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Ja. Mhm. Aber du warst damals schon ausgebildete Psychotherapeutin. Ja. Ich habe einen Facharzt in Arbeitsmedizin und ich kam dann eben über das Feststellen, dass auch am Arbeitsplatz die Erkrankungen ja im Grunde psychischer Natur sind, bin ich auf die Idee gekommen und meine eigene Krise haben mich dahin gebracht, noch meinen Psychotherapeuten, meinen Ärztlichen drauf zu machen. Und dann war ich eben Psychotherapeutin. Und das war eigentlich eine ganz gute Kombination, Selbsterfahrung, Psychotherapeutin. Dann konnte ich so am eigenen Leib das alles durchforsten, was da hilft und was da ist und was da wirklich ist. Ich meine, diese 3 Jahre, das war nur die Spitze des Eisberges. Ja. Also man kann nicht erwarten, dass man in 12 Sitzungen seine gesamte Psyche inklusive all der Dinge, die ich dann hinterher noch finden konnte, erkennen kann. Ja. Was würdest du da sagen zu Menschen? Also das ist ja auch so ein Argument, das ich oft höre, im Sinne von alles, was du mit psychedelischen Substanzen erreichen kannst, kannst du auch ohne psychedelische Substanzen erreichen. Ist das so? Was denkst du? Also hättest du es auch ohne irgendwie schaffen können? Ich glaube ja. Heute. Das Atmen bringt, das ist jetzt meine Erfahrung, nach 30 Jahren Arbeit mit holotropem Atmen, ganz viele Menschen kommen mit holotropem Atmen wirklich zurecht. Damals, als ich in diesen Gewässern war, gab es die Traumatherapie in dem Sinne heute noch, wie es heute gibt, noch nicht. Das EMDR war noch nicht publik. EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Also dieses Winken, ja. Wir hatten ja überhaupt noch keine Ahnung über die Natur von Traumen. Wir hatten keine Ahnung über die Polyvagaltheorie. Wir hatten keine Ahnung, dass es einen Unterschied gab zwischen Akuttrauma und Entwicklungstrauma. Wir hatten keine Ahnung, dass die ganzen psychischen Dinge, die wir in Deutschland, ich war ja damals in Deutschland, sahen, in ganz starkem Maße mit dem vergangenen Krieg oder den vergangenen Kriegen zu tun hatten. Alles das war ja noch nicht bekannt. Und retrospektiv kann ich sagen, ja, man kann auch mit Körpermethoden über Hypnose und EMDR und Traumatherapie an Traumen herankommen. Es geht lange. Damit ist aber nicht gesagt, dass es mit einer psychoaktiven Substanz zack, zack geht, ja. Ja, ist keine Wunderpille. Nein, und es ist auch kein Allheilmittel. Aber damals, wir hatten es noch nicht und ich war eben über meine eigene Erfahrung auf diese Schiene gekommen und dann hat mich das Leben da weitergetragen, ja. Würdest du dann sagen, dass es so war für dich, du hast dich erstmal selbst geheilt und dann hast du irgendwann gemerkt, ja, jetzt habe ich das gemacht, was mache ich denn jetzt? Ah, jetzt gebe ich das weiter dann. Also den ersten Teil des Satzes kann ich so nicht unterschreiben. Mhm. Ich habe nicht gedacht, ich habe mich selbst geheilt. Ich hatte keine Ahnung, was es heißt, sich rund und in sich ruhend zu fühlen. Aber ich habe gesehen, dass es eine sehr gute Möglichkeit ist, Menschen, die nicht weiterkommen, damit weiterzubringen. Und auch noch dann habe ich nicht den Schritt getan, sondern das hat wieder der Genosse Zufall gewollt. Ja, ich musste in Deutschland in einem Kloster ein Seminar in holotropem Atmen leiten, wo der Leiter ausgefallen war. Und in meiner nicht zu bremsenden Begeisterung habe ich viel davon gesprochen. Und da sprach mich der damals noch lebende Zen-Master an, ob er mir steckengebliebene Meditanten schicken könnte. Mhm. Und der schickte mir dann, so once in a while, einen einzelnen Meditanten,
dem ich dann etwas MDMA gegeben habe und dann bin ich einfach sitzen geblieben dabei. Ja? Die waren ja sehr geübt, sehr diszipliniert, die sprachen nicht, die machten keinen Zinnober. Und dann ging das von Mund zu Mund rum. Dann meldeten sich Leute bei mir und sagten, ich habe gehört und ich möchte auch. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, fangen wir mal an, ne? Und so bin ich dann ganz langsam da reingerutscht. Und dann kam noch eine Gruppe von Leuten, die auch irgendwo gehört hatten. Und die kamen dann zu Selbsterfahrung. Und das war noch lange nicht das Setting, das ich dann im Laufe der Zeit entwickelt habe, sondern das ähnelte noch sehr dem, was ich in dieser Ausbildungs-Selbsterfahrungszeit gelernt hatte. Aber das ließ sich nicht durchhalten, ja. Und erst dann habe ich ganz langsam angefangen, solchen Leuten, die bei mir in der Therapie, ich hatte dann ab 1997 eine eigene Praxisbewilligung hier, weil ja mein Examen in der Schweiz nicht anerkannt wurde. Mhm. Damals habe ich da lange für gekämpft. Und dann habe ich angefangen, die Leute, die bei mir im holotropen Atmen nicht weiterkamen und es wirklich wissen wollten, denen habe ich dann meine geheime Methode angeboten. Okay, super spannend. Ja. Mich interessiert da vor allem, ich kenne es halt bei mir so, aber ich frage dich jetzt einfach mal, das ist ja alles nicht so ganz erlaubt gewesen. Hat es dich einfach nicht interessiert oder hattest du schon im Hinterkopf so, scheiße, was mache ich hier? Der erste Anlauf, wie ich da gefragt wurde, da habe ich mich richtig schwer getan. Und dann habe ich irgendwann so bei mir gedacht, ich wage das jetzt und habe mir selbst, ich weiß die Sitzung noch, habe ich mich meiner Angst gestellt. Also ich musste erstmal mit dieser Angst umgehen. Und dann kam so etwas wie ein Vertrauen in mich auf. Und dann habe ich einfach gemacht. Und ich weiß nicht, es sind mehrere Faktoren. Ich denke, dass meine nicht nur antrainierte, sondern in mir wohnende Sorgfalt. Ich bin sehr pingelig, ja. Ich bin pingelig und ich denke über viele Dinge im Voraus nach. Ich meine, ich bin Ärztin, ich habe auf einer Intensivstation gearbeitet. Ich hatte da auch ein Vertrauen in meine ärztliche und psychotherapeutische Kompetenz. Und ich habe das Setting und alles drunterherum dann im Grunde so perfektioniert, dass, wenn ich jetzt auf das Ende schaue und es retrospektiv anschaue, dann war ich etwas zu sicher geworden. Ja. Du meinst im Laufe der Zeit oder? Ja, im Laufe der Zeit. Dann kam mal zu mir für das Buch vom Henrik Jung Aberle kam ein Forscher aus Heidelberg zu mir, der Untergrundmenschen nach ihren Ängsten fragte. Und nach der Illegalität und so weiter. Und ich habe mich dann in dem Buch wiedergefunden und strahle da schon eine innere Sicherheit aus, die ich auch gehabt habe, die ich heute nicht mehr hätte nach all dem, was ich erlebt habe. Ja, ich wusste einfach, diese Substanzen sind nicht suchterregend. Ich dosiere so, dass mir niemand austickt. Ich wähle die Leute so, dass es keine Kontraindikationen, dass ich keine Kontraindikationen übersehen habe. Auf der Sitzung, die Gestalt ist immer geschlossen. Wir haben ein Wochenendsetting. Ich bin immer erreichbar. Also ich habe die größte Sorgfalt walten lassen, ja. Nicht aus Angst, sondern weil ich so bin. Und es gab auch nie irgendwelche Unstimmigkeiten in der Gruppe. Also von daher habe ich dann erst später die dicken Fehler gemacht, ja. Ja, okay. War das dann so jetzt in den ersten Jahren? In den ersten Jahren, muss ich sagen, habe ich immer mal wieder mir das angeguckt. Wo ist die Angst? Habe ich alles gut gemacht? Kann ich die Sicherheit, die ich meine, dass es haben muss, bieten? Und dann habe ich natürlich sehr oft, das ist so die andere Stimme, ich meine, die kennen ja wahrscheinlich alle, dass man, wenn man etwas genommen hat, nicht verstehen kann, was daran verboten sein soll. Man kann es ja nicht verstehen, ja? Und wenn ich noch 50 heute wäre, dann würde ich mich da richtig ins Zeug legen, ja?
dass es wenigstens entkriminalisiert wird. Mhm. Weil ich denke wirklich, das Gesetz ist falsch. Es irrt, ja. Das spreche ich laut aus. Ja, da stehe ich auch zu. Ja, also das habe ich sehr oft gedacht, denn ich meine, es ist ja ein Kontrollieren meines Geisteszustandes, meines Bewusstseinszustandes. Mhm. Ich darf mich betrinken bis zum Bach ab. Ich darf Psychopharmaka nehmen, bis ich nicht mehr ich selber bin. Und ich soll nicht die Erlaubnis haben, mein Bewusstsein so zu erweitern, dass ich die Dinge, die ich sehen muss, sehen kann. Es will mir nicht in meinen dummen Kopf. Ja? Deswegen sind wir hier, weil wir es auch alle nicht verstehen. Ja, also ich denke aber, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr weise vorgehen. Ja, und zwar so, dass nichts mit dem passiert, im weitesten Sinne des Wortes. Ich sehe da eine große Chance für die Gesamtbewegung und ich sehe eine große Gefahr, dass es wieder vermasselt wird, ja. Hast du da so das Gefühl, du warst jetzt die letzten 30 Jahre da auf jeden Fall dabei, hast du so das Gefühl, dass sich, sagen wir mal, zwischen 1990 und 2010 überhaupt da was verändert hat oder ist es jetzt erst gerade in den letzten Jahren? Es war wirklich coincidental, dass in dem Jahr, in dem wir verhaftet wurden, plötzlich der Boom losging, ja. Also 2009 ist da irgendwo eine Bombe geplatzt. Ja. Und davor war es so, hat. Ja, es war da, aber es war so schleppend und ein bisschen so sehr retrospektiv, ja. Und ich meine, aber das ist wirklich eine Vermutung von mir, mit dem Eintreten von Professor Nutt ins Imperial College. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Drug Ranking von Professor Nutt, ja, der das veröffentlicht hat und dann ja von der Regierung abgesetzt wurde. Ja. Und dann ans Imperial College ging. Und damit ging meines Erachtens eine Riesenbewegung los, ja. Und zwar auf der Forschungsseite. Mhm. Und da gucke ich mit großer Freude hin, auch mit einer gewissen Besorgnis natürlich. Und ich muss immer ein bisschen lachen. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht überheblich. Aber ich habe so den Eindruck, jetzt wird alles das gefunden, was wir, die wir verantwortungsvoll im Untergrund arbeiten, im Grunde immer alles schon wissen. Ja. Ja. Es ist ja die Erfahrung. Ne? Ja, das ist so, ne? Ich meine, die meisten Wissenschaftler können das ja noch nicht so sagen. Wenn du die fragst, wie sieht's aus? Sollten wir das legalisieren? Und dann sagen die meisten ja noch, ja, wir müssen jetzt halt noch die Studienergebnisse wirklich auch abwarten. Brauchen den Proof. Aber ich glaube, die meisten, die Selbsterfahrung gemacht haben, die wissen im Hintergrund oder im Unterbewusstsein oder wo auch immer, das kannst du nicht mehr aufhalten jetzt so langsam. Da bin ich so sicher wie das Amen in der Kirche. Ich denke einfach, dass die sich nicht trauen dürfen. Ja, sich nicht outen dürfen. Ja. Genau. Denn ich meine, man geht doch nicht hin und forscht an dem Zeug und hat keine Ahnung, wie es wirkt. Kann mir doch keiner erzählen. Richtig. Also ich glaube nicht, dass da jemand ohne Eigenerfahrung daran forscht, ja. Das glaube ich. Ja, es ist ja auch eine Conditio sine qua non. Eine was? ein Muss. Wirklich ein Muss, dass Therapeuten, die damit arbeiten, wissen, wie sich das anfühlt und wissen, wo man hinkommen kann. Die wissen auch, dass sich die Wahrnehmung nicht verzerrt, sondern nur einfach anders ist, ja. Man hat doch keine verzerrte Wahrnehmung. Dann, bevor wir da jetzt noch weiter tief reingehen, möchte ich nochmal kurz zurückspringen, wo wir vorher noch waren, um das nochmal auszuführen. Diese Anfänge, als es bei dir da alles angefangen hat, da sie diese Gruppen entstanden sind, da hätte mich jetzt so interessiert, du hast ja gesagt, ja, das war dann so an einem Wochenende oder so. Was ist das für ein Setting gewesen? Waren das dann praktisch 5 Patienten sozusagen und du, die dann ein Wochenende verbracht haben oder was, wie war das? Also erstmal sind die Menschen, die zu mir kommen, nie Patienten. Mhm. Also zunächst waren es ja Freunde und dann habe ich, wie gesagt, Klienten von mir reingenommen, die nicht weiterkamen im holotropen Atmen. Und ja, und dann hatte ich nach einer Weile ein Grüppchen zusammen, das variierte dann, das fing mit 6, 7, 8 an und wurde dann größer, 12, 16 und so weiter. Und wir hatten, ich muss wirklich sagen, das äußere Wochenende stand immer. Wir trafen uns freitagsabends. Wir wohnen in einem sehr großen Haus. Mhm. Und es alle konnten alle hier schlafen. Dann habe ich das Haus gerichtet und gekocht. Und dann haben wir das, muss ich sagen, sehr familiär gemacht, ja.
Also wir haben erstmal miteinander gegessen, die kamen um 7 und dann haben wir uns um 8 in unseren Gruppenraum gesetzt. Und dann haben wir sehr ausführlich die Absicht besprochen. Jeder Einzelne. Und es war jeder Einzelne bei mir auch in der Ongoing Therapy. Mhm. Und wir haben die Absicht immer sehr, sehr, sehr genau formuliert. Auch auf dem Hintergrund der Sitzung davor. Was war da? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Was hat sich verändert? Wie heißt die nächste Frage? So. Und das ging dann bis 10:30. Und dann sind wir alle schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen gab es um 8 ein kärgliches Frühstück. Und um 9 ging die Sitzung los. MDMA. Am Samstag. Mit MDMA war das? Das haben wir jeweils ausbaldowert. Ja. Also es haben alle einzeln, jeder, der da war, hatte mal primär eine Einzel-MDMA-Sitzung bei mir, weil ich sie ja sehen musste. Die Gruppe musste ja geschützt sein. Und so habe ich mir denn jeden Einzelnen vorher mal im Privatsetting angeguckt. Und es gab dann auch welche, die gesagt haben, nee, das möchte ich nicht nochmal machen, war ganz nett, ich habe es gesehen, aber ich möchte nicht. Fein, dann hatte ich den nicht der Gruppe vorgestellt, ja. Ah, okay. Ja, und dann am Samstag war dann die Sitzung. Und was wir genommen haben, das haben wir, je länger wir dabei waren, auch mit innerhalb der Gruppe besprochen. Mhm. Und das hing ein bisschen davon ab, was auch so im Raum war, ja. Also wenn es sehr um so Themen wie Vater-Mutter-Beziehung ging, dann haben wir mit M angefangen. Wenn es mehr um Widerstand ging, was man so merken konnte, dann haben wir auch schon mal immer mit 2CB angefangen. Und wir haben dann meistens, wenn noch eine zweite Substanz im Laufe des Tages dazugenommen, kurz bevor die erste Substanz zu sehr abstieg. Ja, ja, und dann wurde sich hingelegt. Und erstmal 1,5 Stunden absolute Ruhe. Ich habe das mit Musik begleitet, die jeweiligen Phasen der Öffnung mit speziell ausgewählter Musik. Ja, und im Anfang blieb dann jeder so still vor sich liegen. Aber dann kam es doch mehr und mehr dazu, dass die Leute mich riefen. Mhm. Und dann sprach man kurz oder es bewegte sich jemand oder geriet in irgendeinen emotionalen Zustand. Und das war dann eigentlich hinterher immer so, dass die Leute, dass die Nachbarn rechts und links dann sagten, das hat mich gestört und ich komme raus aus meinem Zeug und ich weiß nicht was. Und so habe ich dann ganz langsam angefangen einzuführen, dass wir uns aufsetzten. Zum Beispiel nach 2 Stunden setzten sich alle auf, habe ich gesagt, bitte aufsetzen. Und dann haben wir eine Runde gemacht, wo bist du gerade, ja? Wie geht es dir? Aha. Was machst du? Und das weitete sich dann etwas aus. Es war ganz interessant, weil plötzlich sagte jemand, ich möchte was richtig bearbeiten. Oder ich brauche jetzt mal das und das. Und dann hat die Gruppe da sind die anderen sitzen geblieben. Ich sagte auch, ich habe auch immer gesagt, wer sich wieder hinlegen möchte, kann das tun. Aber es ist ja doch so, dass dann, wenn jemand ein sehr bewegtes Thema hat, dass dann, wenn die anderen zuhören, die auch in da hineinkamen und eigentlich das ihre auch wie mitbearbeiten konnten. Und je familiärer die Leute damit wurden, umso mehr haben sie gesagt, ich möchte arbeiten. Okay. Also arbeiten im Sinne von, ich möchte jetzt ein Thema teilen, oder? Ja, ich bin gerade bei meinem Vater und ich habe so eine Wut auf den. Aha. Ja, so. Und dann habe ich mich da vorgesetzt, habe gesagt, jetzt spür mal, wo du die spürst im Körper und was du machen möchtest. Und dann, weil das ja in einem geöffneten Zustand ist, konnten die Leute so ganz tief in diese Empfindung reingehen und sagen, wo die herkommt und landeten dann manchmal bei einer ganz tiefen Trauer oder einer Einsamkeit. Und das war dann eben die Arbeit, das, was ich dann die Therapie, das war der Anfang dessen, was ich die Therapie auf der Sitzung nenne. Ja. Ja. Also nicht einfach nur eine Sitzung, sondern auch schon mit Therapie mit drin irgendwie. Genau, genau, genau. Und dann, wenn das dann vorbei war, oder dann legten wir uns wieder hin und machten wieder Ruhe. Und dann ging es nicht lang und es meldete sich einer und sagte, ich hab was, ich muss jetzt mal. Aha. Könnt ihr anderen mal herhören. Ja. Also, und das hat sich dann so ganz harmonisch entwickelt, ja. Und dann irgendwann sagte mal jemand, können wir das mal aufstellen? Also von der Aufstellungsarbeit, Constellation Work.
Schauspiel sozusagen. Ja, also dass man sagt, ich bin jetzt mal deine Mutter. Ja, ja. Ja. Oder ich, dein Bruder oder was. Und siehe da, da war die modifizierte Aufstellungsarbeit geboren, ja. Und da waren die Teilnehmer oft richtig scharf drauf und sagten, das muss ich aufstellen, ich muss das sehen. Ja. Aha. Dass wir dann die familiären Dynamiken nicht nur in unserem Kopf hin und her bewegten, sondern das auch wirklich sahen. Was waren denn die Menschen, die da bei dir waren? Was waren denn so, sehen ihre Probleme, sage ich jetzt mal? Ja, also da ist natürlich der große Unterschied. Ich hatte, damals war das ja auch tatsächlich, wie ich anfing, begann es spezifisch für posttraumatische Belastungsstörung zu werden. Ich hatte eigentlich alles quer durch die Bank, muss ich wirklich sagen. Ängste, Bettnässen, Kinderlosigkeit, Beziehungsprobleme, ja, also eigentlich alles. Und natürlich kamen einige Traumen heraus, ja, die aber nicht erkannt waren. Das war ja das Gleiche bei mir auch, ja. Also es war auch alles viel Experimentieren auch noch, viel selbst rausfinden. Da gab es jetzt kein Buch, wo du nachlesen konntest, so wie machen wir das am effektivsten. Deswegen ja. Hast du ja dann selbst dann auch irgendwann ein Buch darüber geschrieben. Ja, ich habe dann noch aufgegeben, nach Literatur zu suchen. Und irgendwann, wie ich schon ziemlich lang dran war, da kam mir dann der Secret Chief unter. Chief. Von dem Stolarov, glaube ich. Ist ein Buch. Der hat jahrelang Untergrundarbeit gemacht. Aha. Und da habe ich herausgefunden, ich habe es fast genauso gemacht, ja. Ah ja. Also es hat sich dann natürlich so eingegliedert, so wie es am besten ist. Ja. Wie gesagt, es gab Grundregeln. Die Grundregel hieß, wenn jemand was hat, meldet er sich. Wir ticken hier nicht aus. keiner verlässt den Raum, ja. Und wenn, dann unter kontrollierten Bedingungen austicken, wenn man also wirklich mal irgendwo hingehen musste. Aber ich hatte schon Kontraindikationen. Ich hätte nie jemanden genommen, der schon mal eine Psychose hatte oder so. Aber ich hatte keine strengen Indikationen, dass ich gesagt habe, hier Trauma und das und das, ja, sondern auch heftige Neurosen oder Essstörungen, haben wir alles gehabt. Aha. Was ist eigentlich nur Neurose? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Und was ist neurotisch? Vielleicht kannst du das mir mal erklären. Also ich gebe ein ganz doofes Beispiel. Das ist, glaube ich, immer am besten. Neurose ist eigentlich ein schlecht angepasstes Verhalten. Also nehmen wir mal an, der Vater war ausgesprochen autoritär, ja, so, und der Knabe wächst heran und verwechselt jeden männlichen Chef mit seinem Vater und benimmt sich, als wäre es der Vater. Ja, da hat er einen negativen Vaterkomplex oder neurotisches Fehlverhalten, weil der Chef ist ja nicht der Vater, ja. Und der würde dann irgendwie sich unterordnen oder was würde er dann machen? Genau, oder er revoluziert jedes Mal. Er wird ganz klein oder er opponiert oder er tut nicht das, was er soll, ja. Und da muss man dann sich im Klaren werden, wer ist hier wer? Ist ja überhaupt die Grundfrage in der Psychotherapie. Wer bin ich? Und wer ist der da drüben, ja? Und das auseinanderzuhalten, die Emotionen zu kontrollieren, zu merken, was gehört wohin, was entsteht in mir, was sind die Projektionen, ja? Und an Projektionen haben wir sehr viel gearbeitet. Okay, das ist jetzt eine Neurose. Und was ist neurotisch? Ja, wenn sich einer im Rahmen dieser Neurose so verhält. Ah. Also das ist nur das Adjektiv dazu. Wahrscheinlich sind wir dann auch alle irgendwie so ein bisschen neurotisch, oder? Weil sowas hat ja bestimmt jeder. Ja, wir haben eine Normalneurose. Normalneurose. Ja, es ist eine Normalneurose. Ich glaube, Freud spricht von der Normalneurose. Ja. Hattest du auch mal so Fälle? Also ich habe auch gelesen in dem Buch von Stanislav Grof, dass es manchmal Menschen gibt, die sehr neurotisch sind, die dann gar nichts spüren von Psychedelika, selbst wenn du denen 1000 Mikrogramm LSD gibst oder so. Hattest du auch sowas mal erlebt? Ja, habe ich. Den habe ich auch nicht genommen. Ah, okay. Ich vermutete, was dahinter stand, habe ihm das auch gesagt, aber da wollte er nicht dran. Also das ist dann im weitesten Sinne Widerstand auf der einen Seite. Es gibt aber auch, das muss man auch wissen, es gibt auch Non-Responder. Ja. Es gibt die ganz schnellen Responder, die schon auf winzige Dosen reagieren.
Und da gibt es die Non-Responder. Das muss man wirklich wissen, dieses Phänomen. Denn wenn man denen zu viel gibt, dann kann man die wirklich vergiften, ja? Psychisch vergiften, oder? Also wenn man dann sagt, oh komm, nimm mal noch einen Pfund, ja? Okay. Von irgendwas. Ja. Nimm noch mal eine Dosis, ja? Ich habe Fälle oder Erfahrungen gehabt, wo jemand, das war auch für mich ein sehr erhellendes Beispiel, jemand, der sonst immer sehr gut reagiert hatte, der richtete sich plötzlich auf und sagte, hör mal, du hast mir Placebo gegeben, ja? Also ich spüre gar nichts. Und dann habe ich gesagt, jetzt komm, setz dich mal hin. Und dann, ich weiß nicht, was mich geführt hat. Und plötzlich wusste ich, der ist in einer dicken Dissoziation. Spürt nichts. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz einfache Sachen mit ihm gemacht. Habe gesagt, schau mir mal in die Augen. Dann habe ich so über seinen Arm gestrichen. Spürst du das? Und dann sind wir im Augenkontakt und im Körperkontakt geblieben, bis der sich wieder gespürt hat. Und von da aus konnten wir dann in seinen dissoziativen Raum gehen. Und da ist er hingekommen, wo er nämlich immer in diesen Raum ging, wenn der Vater ihn verprügelte. In die Dissoziation. Und das sah aus wie nichts gespürt, ja. Muss man auch wissen. So eine Schockstarre. Ja, genau, dieser Freeze-Punkt, ja. Und nachdem wir das erkannt hatten, konnten viele in der Gruppe, und das ist dann wieder dieses Gruppenphänomen, plötzlich ihre dissoziativen Räume rauskriegen. Weil sie plötzlich wussten, aha, das ist der Punkt, wo ich nichts fühle. Und nichts fühlen ist ja ein Gefühl. Das ist wahrscheinlich das Schöne dann an dieser Gruppendynamik, ne? Ja, das war wirklich schön. Auch wie die sich dann untereinander geholfen haben und also sehr schön, wirklich. Das merke ich auch immer. Also wir hatten jetzt auch hier kürzlich ein Retreat hier in Portugal, auch mit Psilocybin. Und ich glaube, das, was den Menschen letztendlich am meisten gebracht hat, ist die Community, eben die Menschen um sie herum, diese Liebe, die sie da erfahren haben. Und haben dann auch so gesagt, genau. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass Menschen eben so sein können. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Setting irgendwie. Ja, ich muss auch sagen, es geht ja nicht nur um diesen Zustand der Offenheit, der angstfreien Offenheit, die wir als Liebe bezeichnen, sondern es geht auch darum, dass innerhalb einer Gruppe ja die tausendfachen Projektionsmöglichkeiten sind. Ja. Und dass man das dann im Gegenüber klärt, was projiziere ich auf dich und warum kann ich dich deshalb nicht leiden? Die Gruppe ist die Welt, ja. Und wir haben daran wirklich deutlich gemerkt, wie wir projizieren, wie wir unsere vorgefassten Meinungen auf den anderen draufstülpen wie es darum geht, sich zu zeigen und zu fragen, um den anderen zu erkennen und zu sagen, wie nehme ich dich wahr, wie nimmst du mich wahr und so weiter, ja. Ganz, ganz wichtige zwischenmenschliche Schulungen haben wir da im Grunde erlebt, ja. Diese Dosierung, die ihr da auch verwendet habt, so wie es für mich klingt, ne, bei psycholytisch ist es wahrscheinlich auch mehr so, die sind ja jetzt nicht mega hoch, weil wenn die Dosierungen sehr hoch sind, dann können die Leute ja gar nicht mehr so miteinander kommunizieren. Ja, also es stimmt, die psycholytische Therapie ist ja dadurch gekennzeichnet, dass sie häufiger geringe Dosen gibt. Und also wir haben sehr individuell dosiert, weil wir wussten, wie sensibel jemand auf sowas was ist, so, damit wir alle auf dem gleichen Niveau waren, wenn auch mit unterschiedlichen Dosen. Und mir war es immer wichtig, dass das, was ich das selbstreflektierende Ich nenne, dass das erhalten blieb. Also dass man praktisch mit der Zeit lernte, wie man mit einer Substanz ist. Ich habe das in meinem Buch so als den Kindergarten, Grundschüler, Mittelschüler und den Hochschulabsolventen bezeichnet. Also wir haben vor allen Dingen im Aufstieg miteinander gelernt und geübt, mit einer Substanz zu sein und ganz zentriert meditativ zu sein. So dass sich die Substanz richtig entfalten kann und dann auf dem Peak möglichst eine Stille hat, ja, eine zentrierte Stille, die dann den Weitblick ermöglicht. Ja. Und da konnten wir, das hab ich in der Selbsterfahrungsausbildungsgruppe auch so gelernt, zum Beispiel 50 Mikrogramm LSD, ja, und das dann gesteigert, 75, 100, 150,
so dass man schließlich auf, weiß ich, 150 Mikrogramm LSD wirklich ganz still sitzt und in einem stillen Raum ist. Hm. Ja, indem man dann eine Frage stellen kann und auf die Antwort wartet, ja. Und wir haben da unsere Emotionen untersucht. Was ist denn Liebe? Was ist das, ja? Oder was ist Wohlwollen? Was ist Empathie? Wo spüre ich Wut? Was ist Trauer? Also das sind Themen, die haben wir auch miteinander dann bearbeitet, wenn der Aufstieg so war, dass man das konnte. Und dann konntest, dann ist man dann zu seinem persönlichen Zeug gegangen. Der Aufstieg? Der Aufstieg, ja. Den Aufstieg nenne ich das Einfluten der Substanz bis zum Peak. Ah ja. Das sind ja meistens so 90 Minuten, ja. Ist ja von Substanz zu Substanz auch unterschiedlich. Vielleicht können wir da jetzt auch mal kurz also rein. Also nicht so sehr, ja. Es ist nicht so sehr unterschiedlich. Das MDMA braucht seine 1,5 Stunden. Ja, okay. Um wirklich, also wer sehr aufmerksam sein kann, der merkt, wie sich das im Grunde, wie sich zunächst das Becken öffnet. Man kann das in Chakren denken oder in Energiezentren oder man kann auch gar nichts denken. Und wie es dann die Zwerchfellgrenze überschreitet und dann zur Herzöffnung kommt. Und wenn man dann weiter ganz still bleibt, gibt es zur Kehlöffnung und bis in die Öffnung des Kopfes. Und da kann man unter MDMA wirklich in einen ganz mystischen, stillen Zustand kommen. Mhm. Und der wird dann als die Liebe erfahren. Ja. Und das ist unter LSD vielleicht ein bisschen schneller, aber nicht wesentlich. Es ist nur überwältigender, das LSD, ja. Also das ist nicht so sanft zu beobachten, weil es ja auch eine völlig andere Substanz ist, ja. Ja, ja. Diese Substanzen sind ja sowieso total unterschiedlich. Du hast ja gesagt, du hast vor allem mit 2CB, MDMA, LSD und Pilzen gearbeitet. Ich habe nicht viel mit Pilzen gearbeitet, aus folgendem Grund. Die Pilze, wie auch das Ayahuasca, sind ja Teacher Plants. Und ich bin der Ansicht, dass man gerade mit einem Pilz als derjenige, der ihn genommen hat, in eine Beziehung gehen muss, wo der Therapeut nicht unbedingt was zu suchen hat. Ja. Ja. Und deshalb habe ich mit Pilzen in der Gruppe nicht gerne gearbeitet. Die verleiten auch gerne mal, dass die ganze Gruppe in so ein Giggelgelächter ausbricht oder sich gegenseitig ansteckt mit irgendwas, ja. Also Pilze habe ich nicht so gerne in der Gruppe gehabt. Außer wenn der Höhepunkt vorbei war und wir so im Runterkommen waren, dann war Arbeit möglich. Aber während des Aufstiegs und auf dem Plateau war dann jeder für sich. Okay, also hauptsächlich LSD, MDMA und 2CB. Ja, ja. Was sind denn da, also ich persönlich habe auch schon viel Erfahrung, persönliche Erfahrung mit allen drei Substanzen gemacht und deswegen würde mich jetzt sehr interessieren, also zum Beispiel 2CB habe ich noch gar nicht in Erwägung gezogen, um damit viel, ja, solche Arbeit zu machen. Für mich ist es meistens LSD gewesen. Deswegen, wie ist das denn mit 2CB? Das interessiert mich jetzt. Ich liebe das 2CB. Ja, ich auch. Erstens ist es kurzwirkend. Ja. Es ist nicht so furchtbar anstrengend. Es hat, also ich muss sagen, der Ausbilder hat da etwas gesagt, was ich eigentlich so wiederholen kann, ohne es ihm nachzuplappern. Es hat die Qualitäten vom MDMA, wenn man dafür bereit ist. Also es kann einen durchaus genau in diesen Raum führen, wo auch das MDMA hinführt. Es gibt einem eine intellektuelle Klarheit wie das LSD, aber nicht ganz so scharf. Und es hat die Energie auch vom Mescalin drin. Ja, genau, es ist auch so ein Phenethylamin. Ja, ja. Und das ist eigentlich das, was ich sehr mag. Zum anderen hat es die, kann ich sagen, die unangenehme oder die angenehme Eigenschaft, einem so richtig zu zeigen, wo man psychosomatisch drauf ist. Mhm. Also es zeigt einem die Schatten in einer gnädigen Unbarmherzigkeit. Aha. Also Schatten, eigene Schuld. Das macht LSD auch, oder? Ja, aber brutal. Brutaler.
Okay, es ist nicht so brutal. Es ist nicht so brutal, ja. Es, wie gesagt, es ist ein, wie nennt man das? Gnädige Unbarmherzigkeit ist ein, ach, ich weiß gar nicht, aber genau das meine ich, ja. Das ist die Eigenschaft vom 2CB. Mhm. Und im Abstieg, es ist etwas unangenehm im Abstieg. Es macht einen so etwas muffig nüchtern, ja. Also wellenartig auch, ne? Ja, es, der Aufstieg ist, man kommt hoch, denkt, ah, ich bin da. Ja, genau. Und dann muss man aber sich nochmal ganz still hinlegen, sich öffnen, sich entspannen, dann geht's eine Stufe höher. Und das geht bis zum Peak fast 3 oder 4 Mal so. Das muss man wissen. Ja. Sonst wird man unruhig und denkt, wo bin ich denn jetzt? Bin ja schon fertig. Ja, aber immer nochmal hinlegen, entspannen, öffnen, ja sagen. Dann sind wir da. Ja. Deshalb habe ich das 2CB sehr geschätzt. Also vor allen Dingen zur Schattenarbeit, ja. Mhm. Also wenn man sich so richtig seine üblen Seiten angucken will, 2CB hilft schon ganz schön dabei. Ja. Ja, das mit der Schattenarbeit, das ist auch super spannend. Ich habe auch jahrelang mit Psychedelika selbst experimentiert und dann habe ich irgendwann mal letztes Jahr oder vor nicht allzu langer Zeit, habe ich mal Schattenarbeit gegoogelt, habe geguckt, was ist das? Und habe ich gesehen, ah ja, das mache ich schon seit Jahren, ohne es zu kennen. Diese Substanzen machen das irgendwie automatisch. Die versetzen uns in Zustände, mit denen wir eben konfrontiert werden, mit unintegrierten Persönlichkeitsanteilen. Ja, ja, deshalb denke ich auch, darf man nicht hingehen und nur diesen Wohlfühlaspekt, die Liebe und die Öffnung und alles das, sondern man muss sich wirklich darüber im Klaren sein. Man kann auch ganz schön hässliche Sachen sehen, ja. Und die muss man ja auch mal zu sich nehmen. Auch bei MDMA? Ja, ja, auch bei MDMA. Bei meiner Erfahrung, ne, ich habe tatsächlich MDMA noch nicht wirklich in einem therapeutischen Kontext genommen, sondern immer nur zur Bespaßung, sage ich mal. Und da ist ja irgendwie einfach, du hast halt nur Liebe in dir, sowas bei mir. Und ändert sich MDMA dann total, wenn man das so in einem therapeutischen Setting nimmt? Ja, und es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Ich kann ja zum Beispiel das MDMA bitten, könntest du mir mal bitte, ich möchte mal mein Augenmerk auf meine Selbstsabotage legen. Ah, mit der richtigen Intention dann. Ja, ja, ja. Okay, also diese Gruppe bestand dann. Wie hat sich jetzt diese Gruppe, also wenn wir von da bis zum Punkt, an dem ihr dann aufgeflogen seid, das waren ja 12 Jahre, ne? Ja. Was hat sich da dann noch verändert? Ne? Du hast auch von der Transformation des Settings dann noch gesprochen. Ja, ich meine, wir sind dann so ganz langsam in eine Art Meta-Level gestiegen. Wir konnten, also ich beschreibe das so wie, wenn man die Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit hat, sich mal anguckt, dann werden eigentlich regelhaft bei allen unterschiedliche Aspekte deutlich. Also meistens, ich glaube, ich habe das so in meinem Buch geschrieben, als erstes kommt immer das Problem, mit dem die Leute gekommen sind. Mhm. Das wird angegangen, ja. Und dann steckt ja aber was dahinter. Und das ist meistens, ich übergeneralisiere das jetzt mal ein bisschen, ist meistens ein Thema mit Vater oder Mutter, ja. Und wenn man das dann ausführlich getan hat, dann kommen wir ganz schnell zu der Sippe. Und da waren wir natürlich, es waren viele Deutsche da. Da kam dann zack der Krieg, ja. Und da kam dann auch der erste Krieg. Und da kamen die Großeltern. Und da kam die das, was man heute Epigenetik nennt. Ja, das war damals noch nicht so in aller Munde. Ich hatte das im Übrigen per Zufall mal auf einer Sitzung gesehen, kann ich nachher mal erzählen. Dann ging es weiter zu ganz allgemeinen Themen. Oder es ging sehr viel tiefer in die intrauterine Zeit. Und das entwickelte sich so im Laufe der Zeit bei den einzelnen Leuten, wenn sie ihr eigentliches Problem gelöst hatten, aber trotzdem weiterkamen, ja. Dann konnten wir schließlich, waren wir so geübt, dass wir wahrnehmen konnten, wie wir wahrnehmen, ja. Hm. Wahrnehmen, wie unsere Beliefsysteme entstanden sind. Und dann eben, wie gesagt, haben wir schon mal so auch philosophische Themen in der Gruppe gehabt. Also das war dann sehr, sehr, sehr unterschiedlich, ja. Ich hatte dann eine Gruppe, da waren dann die drin, die schon länger dabei waren. Und dann habe ich dann noch eine zweite Gruppe aufgetan, die nicht so häufig tagte.
für Anfänger, weil das passte dann nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Die hatten einfach noch ein bisschen andere Probleme, Herausforderungen. Genau, genau. Okay, das heißt, diese zwei Gruppen, die da bestanden, die bestanden dann auch wirklich jahrelang? Ja. Und die Mitglieder haben sich dann regelmäßig auch so ein bisschen ausgewechselt. Manche gingen, manche kamen. Ja, genau, genau. Und das wurden dann natürlich auch Freundschaften untereinander, weil man verändert ja im Laufe der Zeit sein Weltbild. Hm. Und mit dem Weltbild verändern sich die Freunde. Man denkt anders, man fühlt anders. Ja, wie hat sich das Weltbild denn so verändert? Also mein Weltbild hat sich von einem materialistischen zu einem eher, ja, möchte mal sagen, holistischen Bild verändert, ja. Wo ich der Spiritualität und der Mystik einen großen Platz einräume, ja. Und bei den anderen auch so in diese Richtung? Ja. Wenn man das damals so mitbekommen hat, war das dann so, dass Leute auch zu dir schon kamen und sagen, ich möchte in die Gruppe? Ja, es war schrecklich. Ich kriegte Telefonanrufe, ja. Aber ich bin da ziemlich knallhart geblieben. Das war mir dann auch gefährlich, ne. Also da habe ich immer sofort gesagt, ich mache ja gar nichts. Lass uns mal nochmal in diese Sitzung rein, weil ich habe da auch, ich habe von dir ein bisschen was angeschaut und mich interessiert vor allem eine Sache noch. Und du hast es ja auch gerade schon, glaube ich, erwähnt, dieses Intra-Uter irgendwie was. Also Uterine. Da geht es ja um die Geburt, ne? Ja, ja, ja. Also vor der Geburt, mit der Zeugung, im Uterus, die Geburt, nach der Geburt, die ganze natale Phase. Mhm. Ich habe das bei Stanislav Grof in so einem Buch auch gelesen. Da gab es dann so vier Phasen. Ja, die vier Matrixen. Die vier Matrixen und die bilden sich dann oder die können wir, jetzt mal ganz salopp gefragt, so, wir tun also bei Psychedelika unsere Geburt wieder erleben oder was bedeutet das? Beim holotropen Atmen erleben viele ihre Geburt wieder. Und ich habe sie im Übrigen auf Mescalin wieder erlebt. Und was hat es da mit Aufsicht? Was bedeutet das? Ja, da konnte ich nicht umhin, den Stan Grof 100% zu bestätigen. Die Art und Weise, wie wir in diese Welt kommen, ist die Art und auch die Art und Weise, wie wir das Leben in general angehen. Ja, ich gebe mal ein Beispiel, wenn das von Interesse ist, aus dem eigenen Familienkreis. Ja. Meine jüngste Tochter ist per Notkaiserschnitt geboren. Und ich hatte von diesen Dingen ja noch keine Ahnung, wie sie klein war, weil sie ist 1971 geboren. Aber was mir sehr früh auffiel, ist, dass sie Dinge machte und tat, so ganz aktiv und lebendig und voller Elan. Und kurz bevor es wichtig wurde, ließ die alles fallen, auf dem Tennisplatz den Schläger, mitten im Spiel, kurz vor Ende. Mhm. Also sie fing an, machte und hörte dann abrupt auf. Und das steigerte sich dahin, dass sie kurz vor dem Abitur überhaupt nichts mehr tat. Aber nichts. Und dann fiel sie noch durchs Physikum, weil sie auch nichts getan hat. Und dann habe ich das mit dem Stan besprochen. Und da sagte der, wie ist sie denn geboren? Ja, sag ich so und so, habe ich beschrieben. Alles ging total normal. Und dann verblutete ich fast und Notkaiserschnitt. Und dann wurde sie weggetragen, ich auch weg, also so. Und dann konnte ich sehen, das habe ich auf zwei Erfahrungen sehr interessant nochmal mitgekriegt, dann konnte ich sehen, dass sie durch die Narkose, also die Stilllegung, sie war durch die Narkose lahmgelegt. Mhm. Okay. Richtig lahmgelegt. Und ihr intrinsisches System hat sich gemerkt, wenn der Stress ganz groß wird, muss ich sofort einen Todstellreflex haben. Aha. Und das habe ich dann mit ihr sehr sorgfältig besprochen. Und sie kann mir heute, sie ist selber Ärztin, hat vier Kinder und kann mir genau sagen, jetzt bin ich wieder am Punkt, wo ich alles fallen lassen möchte. Mhm. Und weiß heute, ich bin aber lebend davongekommen und kann es tun. Wenn das von Interesse ist, erzähle ich die andere Erfahrung. Ich hatte zwei Erfahrungen zu dieser Geburt. Gerne. Die eine war unter Ketamin. Mhm. Meine erste und einzige und letzte Ketamin-Erfahrung. Oho. Wir sollten uns fokussieren auf ein schwieriges Ereignis in unserem Leben und ich wusste keines und ich habe mich auch nicht fokussiert und geriet in die Geburt und spürte die Rückenmarksspritze und dann verlor ich den Kontakt zum Kind.
und das Kind verlor den Kontakt zu mir und wir beide gerieten in einen extremen Stress. So ein Stress, den kann man sich nicht vorstellen. Ein Kind nicht wahrzunehmen, dass man dabei ist zu gebären, ist wie ein Todesurteil. Und da habe ich verstanden, was mit ihr passiert ist. Die hat sich nämlich sowas von isoliert gefühlt, dass die in einen Freeze-Schock geraten ist, ja. Das war das eine Erlebnis. Und im Jahr 2014, bitte, sie ist 71 geboren, unter Ayahuasca in Brasilien, fing ich plötzlich an zu zittern, so schnell wie ein Kolibri zittert. Und dann hörte die Musik auf und es riss mich hoch. Und ich sah zum ersten Mal mein Kind vor mir liegen. Das heißt, ich war auch in einem Freeze-Schock gewesen, der sich über den Körper jetzt entladen hat. Mhm. Und das hat unsere sehr enge Beziehung, die ja danach fast symbiotisch sein musste, total normalisiert, ja? Mhm. Weil ich jetzt plötzlich diese Todesangst um sie loslassen konnte. Und das hat dann auch auf sie gewirkt. Also da habe ich dann mal so ein Geburtserlebnis gehabt, ja. Gleichzeitig habe ich jetzt das Muster mal aufgezeigt und es war eben die dritte Matrix, in der ich da war, die Stengoff beschreibt, der Kampf um Leben und Tod, ja, unter der Geburt. Und das haben viele erlebt und das erleben auch immer noch sehr viele im Atmen, ja. Was würdest du machen oder was machst du in der Sitzung, wenn du merkst, das ist irgendwie so mit der Geburt irgendwas, kann man dem helfen? Ja. Ich ahme die Geburt nach. Mhm. Das habe ich gelernt in der Körperarbeit bei Stengroff, dass der richtig einen Durchtritt durch einen engen Kanal spüren kann, ja? Aha. Das ist dann die psychische Geburt. Wie geht das? Wenn der Berg die Geburt geht los, dann lege ich so meine Hände auf den Kopf und drücke da feste drauf, sodass er dagegen drücken muss. Und dann haben wir anderen einen Uterus gebildet, wo es nicht so ganz leicht war, durchzukommen, aber eben doch zum Durchkommen. Und hinten hat sich einer hingesetzt, sodass er sich auch abstoßen konnte. Und der kam dann ans Freie. Und dann haben wir schnell eine Mutter dahingesetzt, die ihn liebevoll angeguckt hat. Ja? Aha. Das machen wir im Atmen auch so. Hm. Holotropes Atmen. Würde ich auch gerne mal probieren. Also ich habe schon Atemsachen gemacht. Ja, ja. Aber noch nicht holotrop. Ja, mach mal. Zurzeit ist ja verboten, weil breathing could be dangerous to your health, you know. Was? Also du meinst jetzt halt treffen. Ja, ja, wir dürfen zurzeit keine Workshops durchführen. Wegen Corona. Ach so, ja. Hm. Also das war jetzt mal die Geburt. Gut, die Geburt haben wir. Eine Frage da habe ich noch. Wie hast du das mit dem Geld gemacht? Hast du für die Sitzung, wie viel Geld hast du dafür verlangt? Das mal ganz frech gefragt. Ja, ich habe in den ersten 8 Jahren 300 Franken verlangt. Wer aber das nicht konnte, kriegte Reduktion. Mhm. Und später habe ich dann 350 und wer konnte 400 bezahlt fürs gesamte Wochenende. Also Schlafen, alle Mahlzeiten, Arbeit, Substanzen und so weiter. Sehr günstig. Ja, das war sehr günstig. Ja. Ich hatte auch nicht die Absicht, damit Geld zu verdienen, ja. Okay. Noch eine Frage habe ich. In diesen Sitzungen, da hast du ja auch Substanzen genommen. Also auch wenn du der Facilitator warst, hast du ja auch Substanzen mitgenommen. Ja. Kannst du da mal erklären, warum und wie sich das dann anfühlt für dich? Also erstens habe ich das so gelernt. Aha. In unserer Gruppe, also in der Ausbildungsgruppe. Hm. Bei den Einzelsitzungen habe ich nie etwas genommen. Das wäre mir zu viel. Ah. Ja? Aha. Und ich habe zunächst die Gruppen auch ohne Substanz, ohne Selbsteinnahme gemacht. Und ich merkte, ich bin nicht da, wo die Leute sind. Hm. Ich kann das nicht sehen oder genau wahrnehmen, wo die sind. Dann kam das wie von außen. Und dann habe ich angefangen, ein klein bisschen zu nehmen. Hm. Und dann kriegte ich das Feedback, Mensch, da hast du mich wirklich, das hast du gesehen, da habe ich den Eindruck, du hast es wirklich mich genau da auch abgeholt und so weiter. Und dann, es ist ja so, wenn man eine Gruppe leitet und selbst etwas einnimmt, kommen keine eigenen Dinge. Ja. Es kommt einfach nicht, ja. Und ich wurde dann auch so sicher, ich meine, damals hatte ich noch keinen Computer, mit dem ich die Musik vorbereitete. Ich musste ja in der Lage sein, die CD aufzumachen, leise, die einzuschieben, die richtige
Nummer zu wählen und so weiter. Und ich wurde da eigentlich auch immer sicherer. Mhm. Und letztendlich ist es ja so, die Einnahme einer psychoaktiven Substanz soll uns ja nicht berauschen oder neblig machen, sondern wir wollen ja sagen können, ich bin ich und ich bin hier und ich bin total klar in meinem Kopf, ja? Mhm. Und ich muss sagen, genau da war ich auch. Total klar, gesammelt, fokussiert, nicht etwa irgendwie drauf oder tripping, ja? Und ich weiß, dass die Selbsteinnahme sehr umstritten ist. Ja. In dem Jung-Aberle-Buch steht dazu, Sicherheit geht vor Einfühlungsvermögen. Ah. Das fände ich eine sehr interessante Begründung. Hm. Darin steht nämlich implizit, dass der Therapeut einfühlungsvermögender ist. Und ich muss sagen, ich konnte die Leute durch sehr, sehr schwierige Gewässer führen. Ja. Weil ich selber, weil ich mich so eintunen konnte, dass ich wie wusste, wo er ist. Was heißt denn da auch Sicherheit? Was ist denn daran sicherer, wenn man es nicht macht? Ich denke, dass die davon ausgehen, dass man Situationen nicht handhaben kann. Ich weiß es nicht. Also, dass man dann sagt, Schockstarre oder? Nee, dass man dann, sagen wir mal, es tickt einer aus oder es hat jemand wirklich eine adverse Reaktion, was wir nicht hatten. Und man könnte dann nicht erste Hilfe leisten oder so. Ja, ah, okay. Aber das sind Überlegungen. Ich will das nicht alles in den Wind schießen, was gesagt wird. Habt ihr auch ein gewisses Verständnis für. Vielleicht müsste man dann sagen, es sollte einer draußen sich aufhalten, der zur Not ein Auto fahren kann und einen in die Ambulanz fahren oder so, ja. Aber ich muss schon sagen, es war ein großer Unterschied in meinem therapeutischen Einfühlungs- und Empathievermögen. Und es hat etwas gebracht, ich bin als Friederike meinen Mitfahrenden auf einer menschlichen Ebene ganz nahe gekommen. Hm. Und wir hatten eine menschliche Beziehung. Und das ist das, was ja gelernt werden will, ja? Mensch sein. Mensch sein, miteinander mit Mensch sein, ja? Wissen, wer ich bin. Ich bin ich und du bist du und ich nehme dich, wie du bist. Ist doch ein wunderbares Therapieziel, ja? Ist kein Therapieziel, ist ein menschliches Ziel. Was heißt das? Ich bin ich. Wie könnten wir das definieren? Das könnten wir definieren als Fähigkeit. Von allen Konzepten, die man über sich hat, ich bin Ärztin, ich bin Gärtner, ich bin der Größte oder das letzte Arschloch, je nachdem, zu sagen, ich bin nur ich, ich ruhe hier, ich habe etwas, was ich, wo ich weiß, wenn ich sage, ich sehe das, dann weiß ich, von wem ich rede. Mhm. Also ich meine, die hauptsächlichste Frage in der Psychotherapie oder überhaupt im Leben, wie wahrscheinlich ist ja, wer bin ich? Und das kriegen wir beantwortet. Das heißt, wenn ich bin, dann kann ich ja eigentlich gar keine Adjektive oder Substantive mehr sagen, wer ich bin. Richtig. Okay. Das muss ich in meinem tiefen Kern auch wissen. Hm. Ich muss wissen, dass alles andere, wenn ich sage, ich bin gut, ist das eine Zuschreibung. Hm. Jetzt kann die mich glücklich machen. Und wenn jemand sagt, du bist aber wirklich eine Pfeife, dann kann ich das als eine Aussage von ihm sehen. Ja. Über seinen Wahrnehmungszustand oder ich kann mir das zu Herzen nehmen und darin in eine Depression fallen. Ja. Aber ich kann das auch lernen, es zu lassen. Ja. Sondern in mir zu ruhen und sagen, hier, so. Und dann kann ich fragen, was ist meine Aufgabe hier? Haben die Leute dann auch, die bei dir waren, ihre Aufgabe verändert? Also ja, du hast ja vorhin gesagt, ihr Weltbild hat sich verändert, aber was hast du da so für Transformationen gesehen? Was haben die Leute sonst so, was waren sonst so Änderungen? Also es gab viele Änderungen in Beziehung. Hm. Ich glaube, ein oder zwei haben auch den Beruf gewechselt. Hm. Aber ich würde sagen, jedenfalls in dem Zeitraum, in dem ich das beobachten konnte, waren sie glücklicher oder irgendwie konsistenter in dieser Welt, ja. Schön. Dann würde ich jetzt gerne mal, nachdem wir da sehr schön tief reingegangen sind, dann lass es doch jetzt mal einen Fast Forward machen. Wir spulen jetzt vor auf 2000, ich weiß auch nicht was, irgendwas. Irgendwann ist die Sache aufgeflogen. Das heißt, hat so ein Teilnehmer euch verpetzt oder wie war das? Ja. Also, die Ehefrau eines Klienten, die zunächst bei mir Klientin war, schickte mir ihren Mann, also eine Frau schickte mir ihren Mann und ich sah sehr schnell, dass es nicht um die Beziehung ging, sondern
um etwas bei ihm sehr, 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 sehr viel tiefer liegendes. Also wie die Ehefrau kam, stand Trennung im Raum. Er war auch schon, hatte schon eine eigene Wohnung, aber nicht, offensichtlich wohl nur aus beruflichen Gründen. Zog er aber wieder zurück und dann habe ich sie auch in die Gruppe genommen. Und dann habe ich eigentlich mit ihm an seinem Thema gearbeitet und sie war sehr ungeduldig, was denn nun die Beziehungsfrage anging. Und dann war ich nicht so sehr involviert in die Paargeschichte und dann haben die sich irgendwie gestritten, ziemlich bös, und dann ist er gegangen. In der Sitzung meinst du jetzt? Nein, er hat seine Frau verlassen. Ah, okay. Gut. Und dann habe ich den entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe ihn nämlich bei uns aufgenommen. Hat nicht lange gedauert, aber ich glaube, das war dann zu eng. Dann hat sie uns in 2008 angezeigt. Hm. Und dann wurden wir ein Jahr lang beobachtet. Okay, also da war dann erstmal angezeigt. Ihr wusstet das auch? Nein. Oder wusstet? Nein. Ah, okay. Unser Telefon wurde überwacht, unsere E-Mails live, alles live, ziemlich lange. Ich hatte aber zum Glück schon, weil ich eigentlich gesagt hätte, wenn ich 60 bin, dann möchte ich aufhören, hatte ich schon sehr, 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 eigentlich die laufende Gruppe hatte ich aufgehört, weil es ist sehr anstrengend, ja, es war sehr anstrengend, sodass eigentlich fast keine Aktivitäten bei uns fanden. Und ich glaube, deshalb hat das auch so lange gedauert, ja. Denn wir sind erst in 2009, im Übrigen morgen jährt sich das zum 11. Mal, sind wir verhaftet worden, ja. Kannst du in die Verhaftung reingehen? Also, wie war da dein Gefühl, als die Polizei vor der Haustür stand? Dachtest du so, was dachtest du da? Also, ich kann heute darüber reden, nachdem ich viel Traumaarbeit gemacht habe, ja. Hm. Jedes Jahr nach Brasilien gefahren. Also, es war morgens um 6:30 und ich schlief noch und mein Mann kommt die Treppe hoch. Es hat offensichtlich geklingelt, das hatte ich nur so im Traum mitgekriegt. Mein Mann kommt die Treppe hoch, nennt mich bei meinem vollen Namen und sagt, Friederike, die Polizei ist hier. Und da hat es in mir einen Knall getan, so einen Knall habe ich noch nie gehört. Und ich nahm mein Herz, ungefähr 2 Meter entfernt von mir schlagend war. Und ich war vollkommen ruhig. Vollkommen ruhig. Mhm. Gespenstisch. Ja, und dann ging das so los, eine Hausdurchsuchung. Da wurden wir ins Gefängnis gebracht und dann kommt so das Übliche, da von rechts, von links fotografieren, dann die Einvernahmen. Ja, und dann saß ich da 5 Tage alleine in einer Zelle in Untersuchungshaft, ohne meine Kleider wechseln zu können, weil das am Wochenende war. Das Köfferchen stand zwar unten, das kriegte ich aber nicht. Es war dann schon sehr eindrücklich, diese 5 Tage. Ich war eigentlich, das kann ich aber auch erst im Nachhinein heute sagen, völlig dissoziiert, ja. Völlig. Mhm. Also ich hatte 2 Einvernahmen ohne Anwalt und dann kam zur dritten ein Anwalt. Und ich habe eigentlich mit der 2. Einvernahme sofort genauestens beschrieben, was ich getan habe. Und das ist auch nie. Das war ja einfach so, ich hätte das auch hier beschreiben können, ja. Also was ich hier heute beschrieben habe, so lief das ab. Und ich merkte ziemlich bald in der ersten Einvernahme, dass ich nicht keine Unwahrheiten sagen konnte. Es war alles bekannt, ja. Selbst unser Versprechen im Anfang, das rituelle Versprechen, war wörtlich wiedergegeben und so weiter. Also ich bin dann sehr schnell dazu übergegangen, das genauestens detailliert zu beschreiben. Und dann wurde ich am 5. Tag in ein anderes Gefängnis gebracht. Da hatte ich dann eine Zimmergenossin. Und dann fing so der Gefängnisalltag an, ja. Aufstehen, Zelle putzen, zur Arbeit gehen, da ich musste Wäsche sortieren oder irgend sowas. Fürchterliches. Ich hatte sehr interessante Erfahrungen im Gefängnis. Ja, und dann am 13. Tag wurde ich dann von jetzt auf gleich, kam mein Anwalt, wir gingen nochmal, ich wurde nochmal befragt, habe nochmal den gleichen Sermon von mir gegeben. Und das war noch sehr lustig, genau an dem Tag, das war der 11. November 2009, gab es in der NZZ einen Artikel über LSD und Psychotherapie. Okay.
Ja, und dann, also ich war immer noch total ruhig, in einer merkwürdigen Verfassung, würde ich heute sagen. Die aber auch sehr lange nicht von mir gewichen ist. Und dann wurde ich plötzlich entlassen. Und dann wurde irgendwann ein Termin zur Verhandlung festgesetzt. Und das war dann der 5. Juli. Und da wurde ich im März nochmal Schluss einvernommen, ob ich noch was zu sagen hätte und so weiter. Und dann hatte ich meinen Prozess. Okay. Und du warst ja trotzdem Psychotherapeutin. Ich hatte hier in der Schweiz eine Bewilligung für Psychotherapie. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, meine Examina aus Deutschland wurden ja wegen der damals noch nicht vorhandenen bilateralen Verträge, wurden meine Examina nicht anerkannt. Und ich hatte von der kantonalen Stelle eine Bewilligung für Psychotherapie. Und die habe ich dann zwischen dem Arrest und der Verhandlung abgegeben. Okay, das heißt, das hat dann auch komplett von, alles war irgendwie vorbei, so gefühlt. Ja, aber ich meine, ich war ja schon kurz vor der Pensionierung, ne? Ah, okay. Also, wenn es mich eher getroffen hätte, wäre es ein bisschen blöd gewesen, ne? Wie lange ging dann der Prozess und was war das Urteil? Der Prozess ging von morgens um 8:30 bis nachmittags um 4. Mit einer Mittagspause. Und das Urteil lautete 16 Monate Gefängnis auf Bewährung, verteilt auf 2 Jahre. Also 2 Jahre Bewährung und für 16 Monate Gefängnis. Das heißt, du warst in den 2 Jahren auf jeden Fall brav. Ich bin ziemlich brav geblieben. Ich hatte dann ein Wahnsinnsglück, ja. Muss ich wirklich sagen, es gibt eine kleine Anekdote, die mein Leben total verändert hat. Mein Mann saß nämlich in einer Zelle und wurde von einem Gefängnis ins andere gebracht. Und in diesen sehr wohnlich eingerichteten Gefängniszellen hat es einen Knopf, da kann man das Radio anstellen. Und er drückte auf diesen Knopf und hört, dass ein gewisser Professor Natt wegen dieses Drug Rankings entlassen wurde. Und er hat sich den Namen gemerkt und wie wir dann beide wieder so einigermaßen vor unserem eigenen Brot saßen, ja, hat er gesagt, du musst zum Professor Natt. Okay. Und wir haben das tatsächlich hingekriegt. Ich bin dann zum Professor Natt und ich habe ihm das alles erzählt. Er hat sich die Zeit genommen, ich habe ihm das alles erzählt und hat er gesagt, I give you an assistant. Ich könnte aus 2 auswählen, die das mit mir genauestens besprechen sollen, was ich da getan habe. Und sagte dann noch, you have to write and you have to publish and you have to talk. Und ich dachte, um Gottes Willen, was? Ich fühlte mich total, ja. Und dann haben sich 2 Assistenten von ihm bei mir gemeldet. Der eine hieß Ben Sessa und der andere hieß Robin Carhart. Ah, der gute Mann. Ja, der war damals im Anfang seiner Karriere, ja. Und dann sind wir zu Ben Sessa gefahren und der Ben Sessa hat gemeinsam mit mir, hat mich 3 Tage lang interviewt über alles, was war, und hat dann ein Paper verfasst, das aber erst 2011 geschrieben und erst 2015, glaube ich, genommen worden, veröffentlicht worden. Und da habe ich überhaupt erst mal erkannt, was ich getan habe. Okay. Also so ein Überblick, ja, ich hatte plötzlich den Überblick. Ach so, ah ja, du hast halt einfach gemacht davor. Ich habe einfach gemacht und obwohl einer der Teilnehmer immer gesagt hat, du musst das aufschreiben, was du hier tust. Das ist unik, ja. Jede Arbeit ist ein Kunstwerk, sagte der immer. Und dann habe ich mich da ganz langsam, nachdem ich auch erstmal erkannt hatte, in welchem Zustand ich war, ich hatte nämlich plötzlich eine Out-of-Body-Erfahrung aus dem Nichts. Und sah mich von oben in der Zelle sitzen und da wusste ich plötzlich, ich bin ja hochgradig dissoziiert. Okay. Wunderte mich schon über die Welt, die sich immer so bemühte um mich, aber ich konnte das gar nicht einordnen. Und dann habe ich mich ganz langsam aus diesem Trauma befreit. Ja, das hatte doch gesessen. Richtig mit einem Haftschaden und Flashbacks und weil es ist erstaunlich, was man sich da in solchen Augenblicken merkt, ja. Ich gebe mal ein Flashback. Ich greife nach der Unterhose, will mich anziehen und die Hand der Polizistin ist vor mir in der Unterhosenschublade.
Und wenn ich heute manchmal in die Unterhosenschublade greife, sehe ich die Hand der Polizistin, ja. Das sind Flashbacks, habe ich auf Substanzen nie gehabt. Es wird besser, es wird besser, es wird besser. Und dann habe ich mich ganz langsam dran gemacht und geschrieben. Und ich weiß manchmal heute nicht, wie ich das Buch geschrieben habe. Hast du das alleine einfach hingeschrieben oder hast du irgendwie Hilfe? Ich habe es alleine geschrieben, ja. Und dann habe ich das einfach rausgegeben. Ich wollte eigentlich ein Buch über die Sache schreiben und es ist eine Art Lehrbuch geworden. Ohne Absicht, ich habe es einfach aufgeschrieben, ja. Das Buch heißt ja Therapie mit Substanz, ne? Ja. Wenn ich mir dieses Buch jetzt durchlesen würde, was würde mich erwarten? Kannst du da vielleicht mal so eine Buchreview geben? Um was geht's da? Also es geht ein Stückchen im Anfang um meinen Lebensweg, very short. Und dann geht es darum, dass ich die einzelnen Substanzen in ihrer Wirksamkeit und ihrer Wirkung beschreibe. Ich gehe dann auch zu den Dosierungen. Dann beschreibe ich, wie man sich auf einer Sitzung verhalten kann, was die Lernziele daran sind. Ich packe die in den Grundschüler und so weiter. Dann beschreibe ich, welche Themen, also wie so ein Wochenende aufgebaut ist, wie jede Arbeit eigentlich in die Ongoing Therapy hineinpasst, wie sich aus den einzelnen erarbeiteten Puzzlesteinen ein Gesamtbild entwickelt, beschreibe ich, welche Themen man im Laufe der Zeit antrifft. Ja, dann bespreche ich das natürlich sehr ausführlich, eure Überschrift Z und Setting, ja. Sehr ausführlich. Und was ich sagen muss, was in meiner Wahrnehmung heute zu kurz gekommen ist, ist die Integration, über die ich heute auch anders denke. Ich denke nämlich heute, dass die Arbeit auf der Sitzung, weil das Gehirn neuroplastisch ist und wir deshalb das implementieren müssen, weil neues Behavior und neues Gefühl, neues Fühlen eine Körperresonanz haben müssen, denke ich heute, dass die Integration schon auf der Sitzung anfängt und sogar die Absicht schon eine Integration ist und dass eigentlich Therapie und integrativer Prozess total ineinander gehen. Das fehlt mir in meinem Buch. Hast du schon was für ein zweites Buch? Genau. Ja, also das würde einen erwarten. Und dann gebe ich Fallbeispiele und allgemeine Gedanken zu Illegalität, zur Selbsteinnahme, zu der Endangered Species of Therapists und so. Schön, ja. Schön. Wir werden dein Buch auf jeden Fall auch in den Shownotes mal verlinken für jeden, den das interessiert. Ja. Was ist denn jetzt? Jetzt haben wir 2020, bedeutet, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ja. Was hast du denn so gemacht die letzten Jahre? Also, psychedelic-wise, you mean? Yes. Also, ich habe erstmal feststellen müssen, dass ich traumatisiert war. Und dann sind wir wirklich sehr regelmäßig nach Brasilien gefahren, weil ich mich auch hier nicht getraut habe, irgendwas zu haben oder zu nehmen. Und ich habe da wie ein Pferd an meinem Trauma gearbeitet. Wirklich. Ich wusste gar nicht, dass das so schwierig war. Bin dann auch noch auf andere Sachen gekommen, habe noch ganz viel anderes entdeckt. Deshalb, also ich bin nicht geheilt, sondern ich habe über diesen Prozess überhaupt erstmal entdeckt, dass wenn jemand so ein Trauma trifft, man nicht so traumatisiert sein muss, wie ich traumatisiert war. Also musste da noch was anderes drunter liegen. Und ich bin mir also weiter auf die Spur gekommen. Ich bin dann auch bei anderen Leuten gewesen als Teilnehmer und habe einfach meine Erkenntnisse weiter gesammelt. Ja? Und dann habe ich mich natürlich nicht pensioniert, sondern ich habe weitergearbeitet, eben als Atemtherapeutin. Und das tue ich auch heute noch. In der Schweiz? Ja. Ich bin ja seit 30, also ich kenne meinen jetzigen Mann seit 30 Jahren und bin seit 1994, also seit 26 Jahren in der Schweiz. Und ich habe jetzt auch einen Schweizer Pass. Ah ja. Aber kannst du auch Schweizerdeutsch? Nein. Ich könnte wahrscheinlich das Hallenstadion damit füllen, wenn man das hören würde, wie ich das spreche. Ja, ich habe natürlich Vorträge. Ich bin ja dann ab 2011, 13, 15, 17, 19 bin ich nicht gefahren, im Breaking Convention gewesen. Ich bin in Prag gewesen. Also ich habe da schon einiges zusammengeschrieben. Und
trage jetzt so ein bisschen Material zusammen und gucke, ob ich die Kraft habe, nochmal was zu schreiben. Ich merke, dass, ich bin jetzt beinahe 73 Jahre alt, meine Kraft geht etwas runter. Und ich habe dann in den Jahren auch sehr viel Enkelkinder gehütet. Ich habe 8 Enkelkinder, 4 davon in der Schweiz. Und den jüngsten habe ich ziemlich viel gehabt. Das ist mein Augenstern, ja. Schön. Ja, und so habe ich die Zeit ins Land gegangen, ja. Und so sind wir jetzt hier zu diesem Gespräch gekommen. Ja, genau. Schön. Dann haben wir jetzt die Vergangenheit, die Gegenwart. Lass uns doch mal noch so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gemacht. Ja. Was denkst du, wo geht's hin? Also jetzt generell auf diese psychedelische Renaissance oder Bewusstseinsrenaissance. Letztendlich geht es ja um alternative Bewusstseinszustände, die wir versuchen irgendwie zu normalisieren, versuchen irgendwie ja als etwas zu sehen, das grundsätzlich zum Menschsein gehört. Hast du ein gutes Gefühl? Was denkst du? Wo geht's hin? Also ich bin da sehr, wie soll ich mal sagen, besorgt. Ich sehe die Wissenschaftler, die psychoaktiven Substanzen beforschen und die diese Substanzen zu einem Medikament machen wollen, was ich verstehen kann und was auch meiner Ansicht nach gerechtfertigt ist. Ich bin aber insofern besorgt als das andere Gedankengut dazu, nämlich eben die nicht nur die Kranken, sondern es für alle zugänglich zu machen, um einfach auch in Eigenverantwortung ihre Bewusstseinszustände selbst zu bestimmen oder die Therapien außerhalb anbieten, dass da ein Krieg entsteht, ja, zwischen diesen Gruppierungen, dass in den Gruppierungen möglicherweise, ich kann es nicht beurteilen, ich kann nur meine Sorgen sagen, Menschen mit bestem Wissen helfen und tun wollen und nicht ausgebildet genug sind und nicht ausreichend wissen. Das ist eine große Sorge von mir, dass da dann Dinge schiefgehen oder verzerrt dargestellt werden, dass das Ganze wieder rückläufig wird. Ja. Also meiner Ansicht nach müsste es wie ein Umdenken in der Gesamtgesellschaft geben, dass psychoaktive Substanzen in dem Sinne keine Drogen sind, sondern Katalysatoren, die richtig in einem guten Setting und nicht nur als Medikament eingenommen werden können, die Gesellschaft nach vorne bringen und unsere Erde auf Deutsch gesagt helfen müssen zu retten. Ja. Das habe ich jetzt sehr übertrieben gesagt, aber das sind so meine Gedanken darüber. Ich denke deshalb, dass man auch viel mehr darüber schreiben müsste, dass es nicht nur diese wunderbaren Liebeserfahrungen gibt, sondern dass man auch andere Sachen sehen kann, dass man, wo man damit hingehen kann, wie man das deuten kann, ja. Und ich habe Angst, dass die Therapeuten, Anführungsstriche oben, unten, nicht ausreichend Selbsterfahrung haben. Das ist eine ganz große Sorge, die ich habe, ja. Ich meine, es ist ja so. Jeder ist ein Individuum. Aber meine langjährige Erfahrung sagt mir, in dieser Individualität hat alles Muster, alles System. Es kommt ja ähnlich wieder, weil wir sind ja alle ähnlich gestrickt. Ja? Und wir müssen die Normalzustände, auch die abnormalen Normalzustände, traumatisiert sein, erpresst sein, hilflos sein und so weiter, essgestört sein, müssen wir erforschen, was ist dahinter und wie können wir an die Wurzel gehen. Also wir müssen wieder zurück zu der Idee, dass das, was wir einnehmen, die Wurzel packt und nicht die Symptome lindert. Ja, ist gut gesagt. Also eigentlich, ne, wenn wir jemanden sehen, du hast es gerade gesagt, wenn wir jemanden sehen, der übergewichtig ist, dann ist es die Psyche. Ne, dann ist es eine Erfahrung in der Kindheit oder von ganz früher, ne, könnte man schon so sagen. Ja, klar. Es ist nicht zwangsweise, dass jetzt halt das Essen fettiger wird. Nein, nicht zwangsweise. Ja. Es ist ja auch eine Bewusstseinsfrage. Wie merke ich das? Bin ich satt? Ja, das sind ja alles auch neuronale Prozesse. Und die müssen wir alle erforschen. Deshalb bin ich ein Riesenfreund der Wissenschaft. Ja, wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich Neurowissenschaftler. Ja. Ja, schön. Aber ich denke, dass es weiter verbreitet wird
Und ich hebe meinen warnenden Zeigefinger, sorgfältig zu sein, nicht nur die lichten Momente, sondern gerade die dunklen Momente auszuleuchten, ja. Ja. Licht ins Dunkel zu bringen. Gut gesagt, gut gesagt. Also daran bin ich am meisten gewachsen, ich persönlich, indem ich die, ja, deutsch gesagt, die Scheiße aus mir rausgeholt habe. Genau. Musst du halt machen, du musst da halt einfach durch, du musst leiden. Genau. Das ist wichtig. Ja, es ist so. Was kann denn jeder Einzelne machen, der jetzt irgendwie in dieser psychedelischen Renaissance beteiligt ist? Sollen wir jetzt so viel wie möglich drüber sprechen? Was denkst du da? Sollen wir irgendwie sagen, hey Leute, Psychedelika? Qualifiziert sprechen. Qualifiziert. Ja, qualifiziert sprechen. Denn die Sprache, die da angewandt wird, die kommt ja auch bei anderen an. Und wenn, ich habe früher immer gesagt, wenn alle Grünen sich anziehen würden, wie jeder andere Otto-Normalverbraucher auch, ja, sähen die Grünen anders aus. Also man muss sich ein Stück so einpassen, dass man innerhalb dieses Kuchens das Neue bringt. Be the change yourself. Ah ja, ja. Fokussier dich auf dich selbst und die anderen werden sehen. Also man muss davon weggehen, zu meinen, man könne die Welt verändern, sondern mit jeder Einzelne sich verändert. Und wie du schon so schön gesagt hast, durch die eigene Scheiße durch ist und manche Sachen aufhört zu tun, ja, dann kommen wir dem Ziel etwas näher, ja. Das muss irgendwie an Psychedelika liegen, weil ich habe genau die gleiche Erkenntnis, das ist genau das Gleiche, was ich immer versuche zu verbreiten. Fokussiert euch nur auf euch. Schaut, genau. Politik und sowas verstehe ich eh alles nicht. Wenn jeder sich auf sich selbst fokussieren würde, selbst die beste Version seiner selbst, also selbst ich zu werden, selbst er selbst zu werden, dann hätten wir keine Probleme mehr. Genau, und deshalb ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich bin ich, ist das Ziel. Ich bin, die ich bin. Und dann nennt man mich Friederike und dann kann man sagen, die hat Arzt gelernt oder die hat Psychotherapie gelernt oder war im Gefängnis oder was immer. Man kann mich ja unter sehr unterschiedlichen Aspekten sehen, ja. Und jedem anderen Menschen auch. Ich bin ich ist das Ziel. Ja, dass man das sagen kann. Ja, ich bin ich ist das Ziel. Dann weiß ich, wer ich bin, ne? Ich glaube, das sind jetzt wirklich schöne Schlussworte für unser Gespräch. Ich bin ich ist das Ziel. Ja. Ich denke mal, wir werden bestimmt auch noch ein zweites Gespräch irgendwann machen. Gerne. Ja. Ja, dann danke, dass du da warst, Friederike. Vielleicht willst du vielleicht den Zuhörern noch sagen, wenn sie mehr über dich wissen wollen, wo sollen sie hingehen? Ja. Hast du da irgendeine Plattform? Nein. Hast kein Instagram? Nein. Nein. Ich bin in einer Facebook-Gruppe und zwar vom Dr. Joe Dispenza. Okay. Aber da bist du halt Mitglied, so. Ja, da habe ich tüchtig mitgearbeitet mit ihm, bin da auch auf mehreren Retreats gewesen. Und da bin ich jetzt gerade mal zu Hause. Gut, dann die Leute können ja googeln, werden sie dich schon finden. Ja, die können googeln und können dich nach meiner E-Mail fragen. Oder so. Wenn mir jemand schreiben möchte, ich bin da, aber ich bin auf diesen Medien nicht vertreten. Ich gehöre, glaube ich, zu einer etwas anderen Generation. Alles klar. Gut, Friederike, dann. Okay. Danke, dass du da warst und tschüss. Und ich danke. Adieu. Ja, gerne. Ciao. Ciao.